glaube, jeder von uns hat dieses Gefühl schon mal gehabt, nicht weiterzukommen. Du hast das Gefühl, du trampelst auf der Stelle und du kommst an eine Grenze und es geht einfach nicht weiter. Und ich habe in den letzten Jahren für mich drei Gründe erfahren dürfen, wieso das so ist. Und der erste ist, wir setzen nicht die Dinge um, die wir umsetzen sollten, nicht konsequent. Wir tun etwas, damit es uns gut geht. Sobald es uns wieder gut geht, hören wir wieder damit auf und fallen wieder in so alten Mustern. Das ist mal der erste Grund. Der zweite Grund ist, wir lassen uns zu wenig Zeit, um Prozesse wirklich geschehen zu lassen. Das heißt, du befasst dich intensiv mit einem Thema und schon rennst du zum nächsten Thema. Von einem Seminar zum anderen, von einer Schulung zur anderen, von einem Video zum anderen. Du gibst deinem System nicht die Zeit, diesen Prozess zu verinnerlichen, zu verarbeiten, dass sich alles mal setzen kann, damit du auch wirklich aus dem etwas rausziehen kannst. Und dann kommt das Leben dir in die Quere und sagt so, stopp. Du hast das Gefühl, du bleibst stehen, obwohl das Leben dir einfach nur signalisieren möchte, hey, ich brauche Zeit, dein System braucht Zeit, gib dir Zeit, um das alles zu verinnerlichen, was in der letzten Zeit passiert ist. Weil kurz stehen zu bleiben, du hast das Gefühl, du bleibst stehen, aber es ist überhaupt nicht ein Stehenbleiben, sondern eine Verarbeitung. Und der dritte Grund ist, dass wir wahrscheinlich oder dass wir vielleicht die ersten Schichten abgenommen haben durch verschiedene Techniken und Tools und dass es an der Zeit wird, tiefer zu blicken. Und das ist der Moment, wo die meisten aufhören. Sie hören auf, sich mit sich selber und dem Leben zu beschäftigen, weil es dann schmerzhaft wird, weil man beginnen muss, ehrlich mit sich zu kommunizieren und auch mit anderen, weil man beginnt, für sich man sollte in dem Moment beginnen, wirklich für sich einzustehen, wirklich das zu sagen, was man fühlt, den Weg zu gehen, den man wirklich gehen möchte. Weil wenn du einmal beginnst, den Weg zu gehen, gibt es kein Zurück mehr. Wenn du einmal diese Entscheidung getroffen hast, okay, ich steige noch einen Schritt tiefer und jetzt geht's richtig los, gibt es keinen Weg zurück. Und ich möchte dir damit keine Angst machen. Aber es macht süchtig, weil du merkst, wie viel in dir eigentlich ist, wie viel eigentlich auf dich noch wartet, wie viel Schönes noch auf dich wartet. Und alle drei Erfahrungen durfte ich machen und es pendelt immer zwischen denen. Alle drei wiederholen sich immer wieder. Die erste nicht mehr so oft. Ich tue konsequent etwas für mein System, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich das unbedingt brauche. Ich brauche es, um mit Menschen arbeiten zu können. Ich brauche es für meinen Körper und weil ich einfach mein Bestes geben möchte. Ich möchte irgendwann mal auch in meinem Leben zurückblicken und sagen können, ja, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe es versucht. Weil mal ganz ehrlich, all die Menschen, die mit dem Alter, ich sag's jetzt einfach mal so, wie es ist, unzufrieden, verbittert und negativ werden, ist eigentlich sehr, sehr traurig, weil die haben nie das gelebt, was sie wirklich wollten. Deshalb sind sie so. Und eigentlich, früher habe ich das nicht verstanden, heute empfinde ich wirklich ganz, ganz viel Mitgefühl. Und es kann sein, nein, es ist wahrscheinlich so, dass ein Teil in mir Aufmerksamkeit möchte. Ich bin ganz ehrlich. Weil jeder von uns möchte Aufmerksamkeit. Jeder. Aber der größere Teil in mir empfindet Schmerz. Empfindet wirklich tiefen Schmerz. Wenn ich zuschaue, wie Menschen sich unterdrücken, sich selbst verletzen und damit auch die Erde verletzen und überhaupt nicht wissen, wie wertvoll das sie sind. Es tut einfach weh. Und wahrscheinlich tut es mir so weh, weil ich selber so mit mir umgegangen bin. Ich bin kein netter Mensch gewesen, wirklich. Und irgendwann habe ich dann begriffen, ich muss nett sein zu allem und jedem, damit die Menschen mich gern haben. Und vielleicht denkst du, hey, ich bin eigentlich total nett und ich kümmere mich immer um alles und ich bin immer da und ja, aber die Frage ist, wieso tust du das? Tust du das wirklich,
weil du auch so mit dir selber umgehst? Oder tust du das, weil du dir hoffst, dass die Menschen so mit dir umgehen, so wie du mit ihnen umgehst? Wisst ihr, genau deshalb habe ich mich komplett in diese Mission gestürzt mit dem ganzheitlichen Entgiften. Denn für mich, als ich begonnen habe, meine ersten Entgiftungen zu machen, die ersten Fastenzeiten einzulegen, habe ich gemerkt, was mein Körper mir alles zu sagen hat. Ich habe gemerkt, wie viele Emotionen ich unterdrückt habe, wie viele Gedanken ich unbewusst habe mein Leben beeinflussen lassen und mich dadurch klein gehalten und geglaubt, ich bin meine Gedanken. All diese Gedanken, ich bin nicht gut genug, ich gehöre nicht dazu, ich bin allein, ich bin ungeliebt, all diese Gedanken habe ich geglaubt, das war ich. Aber wir sind nicht unsere Gedanken. Das ist alles Vergangenes. Wir sind nicht unsere Emotionen. Wenn eine Situation in deinem Leben sich immer wieder wiederholt, dann ist das, weil sie dir etwas zeigen möchte. Wenn eine Situation immer wieder die gleiche Emotion in dir auslöst, dann möchte sie dir zeigen, hey, hör dieser Emotion zu, fühl sie, sie hat einen Grund, wieso sie da ist. Etwas in dir ist nicht geklärt. Und ganz ehrlich, für das sind wir doch da. Wir sind doch da, um zu leben. Leben heißt doch, alles zu fühlen, alles zu erleben. Schmerz, Freude, Trauer, Angst, Verzweiflung, Glück, das ist doch das Leben. Aber wir unterdrücken so viel. Wir unterdrücken auch Freude. Ich hab viele Menschen getroffen, die sich nicht freuen können. Sie lächeln zwar und sagen, ich freue mich, du spürst es aber nicht, weil sie nie gelernt haben, die Freude auszudrücken. Und genauso wie mit Angst. Und genau deshalb ist mir das so wichtig, die Menschen mit einer ganzheitlichen Entgiftung zu begleiten. Weil du lernst automatisch auf dich zu achten, auf deine Emotionen zu achten, auf deine Gedanken zu achten. Es ist ein Tool, es ist eine Technik, die dich zu einem neuen Bewusstsein begleitet für dich selber. Und du erschaffst deine Welt mit dem hier. Du kannst noch so viel reden und denken. Nichts von dem wird sich in deinem Leben manifestieren. Das, was du fühlst, manifestiert sich in deinem Leben. Und wenn du beginnst, nur schon die ersten Schritte zu machen, und wenn du merkst, was es mit dir macht, wie das tiefe Vertrauen zu dir, zu dem Leben wächst, stellst du dich deiner Angst. Du möchtest sogar, weil du weißt, was auf dich wartet. Weil du weißt, wie sich es anfühlt, wenn du durch das hindurchgehst, wenn du durch diese Dunkelheit hindurchgehst. Und wisst ihr, ich habe es satt, immer nur an der Oberfläche zu kratzen. Und ich war genauso ein Mensch. Ich habe überall nur an der Oberfläche gekratzt. Dachte, ja, ist gut, ich mache hier ein bisschen das und ein bisschen das und jetzt geht's mir gut, jetzt ist hier alles wunderbar. Und immer wieder fiel ich in ein Loch, weil ich nicht tiefer blicken wollte, weil ich nicht das ausgraben wollte, was ich lange Zeit mit Erde zugeschüttet habe, weil ich es nicht fühlen, nicht sehen und nicht wahrhaben wollte. Und es war mir so, so wichtig, das mit dir zu teilen. Das hat mir schon lange auf der Zunge gebrannt und ich habe mich nie getraut, das so auszusprechen. Und jetzt ist einfach der Zeitpunkt da. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für mich, wirklich nach außen zu treten und für das zu stehen, was ich wirklich fühle, was zu meiner Wahrheit zu stehen. Und wenn du dich auf irgendeine Art angesprochen fühlst, egal was das jetzt mit dir gemacht hat, wenn es irgendetwas mit dir gemacht hat, dann freue ich mich, weil dann ist etwas in dir, was nach vorne geholt werden möchte. Dann ist diese Stimme in dir immer noch laut.